Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum Unboxing der neuen PC-Hardware. Ich habe natürlich das Messer dabei. And it's ready. Fangen wir zuallererst mit dem ganz großen Teil an. Und zwar dem Gehäuse. Falsch rum. Und noch mit ein paar Worten zur Sache an sich. Ich bedanke mich hier nochmal recht herzlich bei allen, die für diese Hardware gespendet haben. Wir haben mit den Streams festgestellt, dass die Streams eben nicht mehr so krass gut laufen, gerade wenn es neue Spiele sind, die wir machen wollen. Und da hat er die Community direkt gesagt, das gibt's doch gerade. Mach mal ein Spendenziel, wir geben dir Geld, dann gönnst du dir was Neues. Und die Gönnung war da. Und darum gibt's übrigens auch auf diesem Case dann, wenn alles fertig ist, die Beschriftung mit den Namen der einzelnen Spender. Hier nochmal ein riesengroßes Dankeschön dafür, dass ihr eben einfach so reingehasselt habt innerhalb von einer Woche. Das ist ja wahnsinnig. Also wir haben das dienstags aufgemacht, ich habe Mittwoch und Donnerstag gestreamt und schon was voll. Oh yeah. Gut, dann beginnen wir mit dem Auspacken. Also, wir haben hier als Case einmal das PureBase 600. Mit einem Window. Das seht ihr gar nicht, ne? Steht hier oben. Ich weiß was, ich mach keine Sorge. Der Tisch ist ein bisschen klein. Dann komm mal raus, mein Guter. Ja, der kommt. Was passt gerade so unter die Lampe hier rechts? Shit, das ist knapp. Warum ist denn das so dreckig hier oben? Hä? Ist jemand durch den Wald gezogen oder was? So, Dölle. Okay. Eins. Zwei. Ach so ist das, okay. Gut, liegt dann natürlich zur Nutzung bei. Ich habe mich ja bei dem gesamten Teil generell natürlich beraten lassen von euch, von meinen fähigsten Männern und Frauen. Und hier im Speziellen bei dem Case habe ich halt gesagt, dass da jetzt nicht viel Geld reinfließen soll oder muss. Also das, ja, hat er nicht viel, ne, was es halt können soll. Also bunt sowieso nicht, ich brauche nichts Buntes. Und irgendwelche Sonderheiten, klar, die Glasscheibe ist natürlich besonders, ich weiß. Die habe ich halt bei meinem alten auch und ja, ich finde das irgendwie cool. Vielleicht kann ich dann bei meinem neuen Büro auch alles so aufstellen, dass der möglicherweise auf dem Tisch steht oder so. Mal gucken. Also das hier ist wie gesagt dieses PureBase-Gehäuse. Alter, hier gibt es eine Lüftersteuerung oder was? Das habe ich da unten nämlich auch in meinem alten. Hier vorne ist dann Platz für ein CD-Laufwerk oder ähnliches, wobei ich nicht weiß, ob ich das noch brauchen werde. Ich habe in meinem alten eins drin. In dem davor habe ich sogar ein Diskettenlaufwerk auch noch drin gehabt, obwohl der jetzt nicht so extrem alt ist. Also maximal 15 Jahre oder so. Aber ja. Hier kommen dann eure Namen drauf, also die Namen der Spenderiche. Von groß nach klein, also von großer Spende nach kleiner Spende in unterschiedlichen Größen. Das Gehäuse hat einmal hier vorne einen Lüfter drin, einen Pure Wings 2, glaube ich, und hinten auch nochmal einen. Es ist komisch, dass hier vorne kein ist. Wisst ihr, was ich meine? Dass er hier vorne atmen kann? Muss ich halt reinstanzen, klar. Und hier ist auch nochmal einer. Was ist das für einer da? Auch ein Pure Wings 2, okay. Na, ist ja irgendwie klar, ne? Das hier oben kann man abheben irgendwie. Ich will es jetzt nicht rausreißen, aber das kann man wohl hoch machen. Also das steht natürlich alles hier drin. Einleitung. Den Lieferumfang überprüfe ich gleich noch. Achso, und das steht jetzt hier nicht dabei, wie das aufgeht. Muss ich jetzt aufreißen oder was? Man sieht hier in der Beschreibung, dass das hier so geriffelt ist. Also ich denke, man kann es halt irgendwie rausziehen oder rausdrücken von innen, keine Ahnung. Gucken wir mal rein. Oh, ich sehe gerade, das hier sind nur die Köpfe. Hier guckt der Rest raus. Neues. Gut aufpassen mit den Glasplatten. Komm. Boah. Ja, okay, bei meinem alten PC ist es keine Glasplatte. Da ist es Plastik. Gucken wir da gerade mal rein. Hier ist der Kabeljump-Bambus. Was ist denn hier noch? Naja, die Teile, klar. Die Accessoires. Ist da jetzt auch ein Schminkstift dabei? Ah ja. Na, guck mal da, richtig chillig. Das sind schon solche Durchgänge für die Kabelmanagement-Geschichte. Und hier vorne die Anschlüsse. Ich nehme an für den Kram da oben. Und warum ist der fettere hier? Wofür ist das? Das eine wird der Lüfter sein, ne, und die ganzen Steckerchen. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich einen ganzen Computer zusammenbaue. Das habe ich noch nie gemacht. Heute nur Unboxing, aber im nächsten Video oder im nächsten Teil ist dann halt der Zusammenbau dann drin. Ja, also hier unten sind die kleinen Funzelins, die kenne ich. Für den Ein- und Ausschalter halten, für den ganzen Kram, für die Steuerung. Das hier oben wird auch dazu gehören. Die Straps sind da, yay. Dann haben wir hier 8 M3-Schräubchen, 8 kleine Furzschrauben. 8 noch kleinere Stinkeschrauben und hier drüben natürlich noch die 12 HDD-Schräubchen. Das lasse ich mal noch da drin, damit es nicht wegkommt. Ja. Also so Accessoire-Kram habe ich natürlich eh schon kiloweise hier von den alten PCs. Dann ballern wir den Sack wieder zu. Boah, das kronkt mit der Glasplatte. Das ist schon wirklich schnucklig. Hat das eigentlich auch Gummi? Gummikram? Oh ja. Manche Zwecksvibration. Damit muss ich natürlich aufpassen hier mit dem Glas, dass das nicht mal runterblotzt, weil bei meinem alten PC ist mir das ziemlich direkt, ich glaube sogar beim letzten Unboxing, das kann man sich angucken, von 2017 glaube ich, passiert, dass ich es aufgemacht habe und das Ding erstmal runtergeknallt ist. Aber da das alte, wie gesagt, aus Plastik ist, ist es ja nicht so tragisch. Wow, der Dreck. Alla.
Gut, jetzt kommen eindeutig kleinere Sachen. Da kann ich hier das Setup etwas umbauen, dass ihr das besser seht. Also, da haben wir hier einmal die erste M2-Platte. Ich glaube, das ist meine Main. Oder ist das die Main? Die haben wir auf jeden Fall zuerst bestellt. Also, wir wollten die nehmen. Ich werde später einfach nochmal gucken, welche davon cooler ist. Und dann ist die eine halt Main und die andere Slave, oder wie man es nennt. Die eine von Gigabyte, die andere von Samsung. Jetzt machen wir hier mal auf. Wups, die Wups. Und das ist doch schon ein schniekes Teil. Oh, sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. Die wurde im November 21 hergestellt. Ich hole mal ganz kurz ins Datenblatt rein. Wo Daten? Hä? Das ist ja eine Warantie und Disclaimer, aber keine Daten, okay? Lächerlich. Also natürlich auch ein Guide, wie man die installiert, aber also wie man die einbaut, aber das ist ziemlich keckig. Das habe ich auch schon mal gemacht, weil ich in meinen alten PC Apfelsaft gegeben habe. Okay, also wir haben hier bei der von Gigabyte die Geschwindigkeiten von bis zu 3400 Lesegeschwindigkeit und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 3200 MB die Sekunde. Dann ist die hier sogar an sich von den Zahlen her nochmal einen Ticken schneller. Dann machen wir die mal auf. Die wird seitlich aufgemacht. Okay. So. Dann mal da raus. Boah, die kommt schon mal ein bisschen schicker. Ich meine, natürlich ist es überall der Plastikschotter dran. Das ist halt bläht, aber sicherlich bei den Sachen notwendig, beziehungsweise es muss halt gut verpackt sein. Also ich nehme an, dass es da natürlich auch irgendwelche besseren Varianten gäbe, die Dinger geschickter und für die Umwelt etwas besser zu verpacken. Ich weiß nicht, ob das hier... Ah, ich glaube, das ist sogar Papier. Ist das Papier? Nee, das ist Plastik. Ah. Gut, also hier ist sie. Ich will sie jetzt gar nicht anfassen, ich habe ultra die Fettfinger. Und so, ja, dann haben wir hier natürlich wieder eine Anleitung, die sogar... Ist die zugeklebt, hä? Wer klebt eine Anleitung zu? Jetzt reiße ich die Anleitung kaputt. Aber immerhin ist sie etwas schöner als die andere. Wo ist denn der da jetzt? Huch, das dürft ihr echt nicht vergessen, Leute. So viele Leute, heute kein GTA. So, Daten. Sparen nicht schon, okay. Na gut, Daten haben die hier scheinbar auch nicht. Die wurde am 29.01.22 hergestellt. Die ist sogar aktueller, aber auch nicht arg viel. Ja, okay, und hat halt angeblich da diesen Speed. Das kann man natürlich auch noch online nachgucken, das ist mir klar. Aber ich dachte mir, das steht hier irgendwo schön drauf. Wahrscheinlich finde ich es noch nicht, aber es ist bestimmt irgendwo beschrieben. Ihr zwei Hübschen, geht mal auf euren Platz da oben hin. Dann kommt hier als nächstes, bam, das Pure Power 11 FM mit 750 Watt. Das ist ein Essential. Ja. Das ballern wir hier mal schön auf. Hier unten natürlich wieder verklebt, aber das ist ja auch Standard. So. Und da ist es. Wow. Ist ganz schick verpackt. Hier ist einmal, wie immer, Manual. Das mache ich schon mal auf den Manual-Stapel. Das werde ich dann noch brauchen. Dann ist hier drüben die Kabellage. Ein ziemlich fetter Brocken. Da vorne rechts hin. Dann natürlich noch das Netzteil an sich. Und Schreibchen. Und Futterspaß für die ganze Familie. Natürlich zu guter Letzt hier eben noch das Pure Power selbst. Das packen wir mal direkt aus, komm. Oh, look at this. Oh, delicious. Ja, arg viel kann ich dazu nicht sagen. Ist halt einfach das Netzteil. Das Be Quiet Netzteil. Warum steht es so rum richtig drauf? Wo man es doch aber, wenn ich richtig überlege, so rum in den PC einbaut, weil der ne, soll ja nach außen gehen, der Lüfter. Ist zumindest die Beschriftung falsch rum, aber das hier ist richtig rum. Also alles gut. Das Einzige, was ich beim Netzteil oder von den Netzteilen weiß, ist, dass die so eines der wichtigsten Stücke darin sind in dem PC, weil wenn man sich da irgendwas Schlechtes holt und das nicht passt, also von der Wattzahl her nicht passt oder auch von den Sicherheitsgeschichten nicht passt, obwohl mittlerweile, glaube ich, so gut wie alles sehr sicher ist und man da gar nicht großartig Scheißdreck kaufen kann. Also möglich ist es natürlich immer. Aber ja, darauf soll man eben aufpassen, dass man nicht irgendeinen Schotter da reinballert und dann das System sprengt. Ich lege es jetzt trotzdem aber erstmal so rum hin, weil ich nicht will, dass es auf dem Grill liegt. Unten ist einfach nur Metall. Ja, aber dann kommt Staub rein. Wait a minute. So, Staub vorbei. Ja, dann kommen wir direkt zum nächsten Prachtstück. Und zwar zum Mainboard. Oh, da muss ich noch ein Upgrade wahrscheinlich machen. Das ist für 3000 already, keine Sorge. Wir ballern hier übrigens eine 5800er rein. Also, ja, Update wird wohl erforderlich sein. Was bei dem Mainboard aber wohl auch nicht schlimm ist. Das kann man einfach über den USB-Stick machen und einen kleinen Knopf auf dem Mainboard selbst. Meine Leute haben mir gesagt, wenn du viel Pech hast, musst du mit einem alten AMD kommen
und den erstmal drauf machen und mit diesem Prozessor dann eben das BIOS updaten oder das Motherboard updaten und erst dann kannst du halt den neuen draufballern. Aber wie gesagt, wir haben festgestellt, dass man bei dem hier das per USB machen kann. Also es handelt sich hier um einen X570 Aorus Elite mit diesen ganzen tollen Sachen. Hat auch RGB Fusion 2.0, aber das ist mir wie gesagt nicht so wichtig. PCIe 4.0 Ready. Und die Verpackung fühlt sich ultra nice an, also die hat so ein bisschen Grip überall. Gucken wir mal noch hinten drauf. Also das hier, weiß nicht, was das ist. Dann haben wir ein Advanced Thermal Design, also dann irgendwas halt für die Abluft, für die Wärme und so weiter und so fort. PCIe 4.0 Ready. Und wir haben hier nochmal bei dem einen M2-Connector, also wo wir die eine Festplatte reinballern, da ist ein Thermal Guard oben drauf. Der kommt dann, wenn ich es richtig verstehe, eben wenn die Festplatte eingebaut ist, wieder oben drauf. Der leitet nochmal ein bisschen die Abwärme eben ab. RGB-Kram. Das ist es, glaube ich. Hier ist es. Ja, ja, da steht's drauf. Update, BIOS, without, CPU, DDR und so weiter. Also scheinbar steckst du das Ding einfach an Strom und kannst es dann updaten und brauchst eben keine CPU, DDR oder eben Grafikkarte. Dann haben wir ja mal Smart Fan drin und Fan Stop. Ich weiß nicht genau, kann ich dann die Fans anhalten? Das klingt irgendwie nicht gesund. Aber man kann auf jeden Fall hier mal 4 oder sogar mal 6 hochdrehen und dann halt richtig fette Durchlüftung erwarten. Hier sehe ich gerade, dass da High-End-Audio-Capacitors mit drin sind, was mich sehr freut, weil mein Alter mittlerweile gerade bei der Audio-Geschichte ein bisschen abkackt. Dann haben wir hier noch super Internet sowie, ja, ultra-durable-Metall außenrum um den PCIe-Ding. Gut, ja, und eben am Schluss noch ein Shield. Das ist für mich als Noob natürlich nicht schlecht, als BC-Zusammenbau-Kackvogel, weil das wohl ein Punkt ist, den viele vergessen. Also man baut alles zusammen und hat dieses Shield nicht eingesetzt. Und dann musst du ja alles wieder auseinanderbauen. Das war übrigens schon so offen. Also das ist nicht verklebt, das Ding. Das habe ich so aus dem Main-Paket rausgeholt. Wir müssen hier vielleicht wieder höher, obwohl, nee, das geht so. Ich öffne. Wow, Leute. Oh mein Gott, ein Müllsack. Damit muss man natürlich sehr sorgfältig umgehen. Ich hoffe, es flatscht mir jetzt nicht gleich aus der Hand. Ich versuche alles super duper gut zu machen. Ich lege es kurz, nicht einfach auf eine harte Oberfläche. Ja. Ich habe es kurz auf einem ultraweichen Stuhl abgelegt. Was sehr merkwürdig klingt. Dann haben wir hier. Oh, nice. Das ist so großzügig von Gigabyte, wirklich. Was ist das? Okay, also das ist. Ich dachte, das steht dann auch hier drin, aber das ist wohl dann nochmal halt, ne? Wie man den RAM reinmacht. Ah ja, das ist wichtig mit den Plätzen. Ich muss dann wissen, welche Plätze belegt werden müssen. Das habe ich auch noch im Kopf, dass das eine extrem wichtige Sache ist. Hier, wie man die CPU reinballert. Auch für Intel auch, guck mal da. Ja, und natürlich, wie man das Mainboard an sich einbaut. Gucken. Hoppala. Oh, oha. Das ballere ich mir sowas von auf die Stirn. Es gibt das Mainboard übrigens auch nochmal als Wi-Fi-Edition. Ah, BIOS-Setup oder der ganze Chumbambus. Das ist schon mal gut. Lege ich aber erstmal zur Seite. Dann ist hier nochmal, ja, ich nehme an, der Treiber. Ja. Eine Treiber-CD, da ich kein CD-Laufwerk habe. Also ich habe natürlich eins ein externes über USB. Ich glaube, das hier ist für die Festplatten, aber 100% sicher bin ich mir gerade auch nicht. Dann ist hier noch ein Connector, ein G-Connector. Ah, ich glaube, das ist für die kleinen. Ja, ich glaube, das ist für die kleinen Penüpel. Die macht man dann da hinten rein und hier vorne kann man dann das generell irgendwo reinstecken. Dass die kleinen nicht irgendwie einzeln da stecken, die vom Gehäuse. Hier ist eine extrem riesige Schraube. Nochmal eine Schraube einzeln verpackt. Und nochmal die gleichen Kabel, okay. Ja, und dann hier halt nochmal irgendwie, ich nehme an, das ist, was ist das da? Ach ja, die einzelnen Etappen, okay. Hier ist nochmal eine Beschreibung für das BIOS. Ich mache das jetzt natürlich so, dass ich die Sachen hier wieder reinmache und auch das Mainboard da erstmal wieder reinlege. Nachdem wir es uns gleich angeschaut haben, natürlich. So, ich werde das Mainboard hier oben drauflegen. Ah ja, perfekt. Das kann man einfach aufmachen. Dann kann ich es da kurz rausziehen aus dieser Verpackung und danach wieder reinmachen. Weil wie gesagt, ich werde es nicht sofort jetzt aufbauen. Und dann kann ich es nochmal kurz in seine schützende Hülle reinstecken. So, hier ist das Mainboard und ich sehe schon, das ist, glaube ich, komplett idiotensicher. Also speziell hier unten, weil da alles beschrieben ist. Ja, das ist nice. Also da ist alles beschrieben. Oh, aber hier fehlt dieser Schutz. Soweit ich weiß, ist da eigentlich ein Schutz drauf. Hier ist aber keiner drauf. Da mache ich dann, ich glaube, wahrscheinlich ist einer beim... Nee, nee. Hä, warum ist da der Schutz nicht drauf? Naja, da muss ich jetzt halt durch. Hier ist dieses Shield, von dem ich vorhin gesprochen habe. Hier sind die PCIe-Steckplätze, hier sind diese kleinen Steckplätzchen. Und sonst eben alles, was man so braucht, ne? Ich glaube, hier vorne ist die, genau, das sind die Festplattengeschichten. Das ist der Hauptstromanschluss, meine ich. Aber das werde ich hier noch alles sehen. Und hier unten ist der Knopf da vorne. Da kann man dann das BIOS flashen. Naja, das sehe ich dann. Ich packe es jetzt wieder ein. Also hier gibt es halt sonst, glaube ich, nicht arg viel zu sehen. Das ist dann erst beim Zusammenbau wirklich interessant. Ich gucke noch kurz, ob bei den... Ah, hier, da ist es drauf. Hier an der Seite steht, wie man den DDR einbauen soll. Das ist echt, also komplett idiotensicher gemacht. Einmal in A2 und einmal in B2.
Na, also das hier oben ist A1, dann kommt hier A2, also ich stecke es in 2 und 4. So werde ich dann meinen RAM da einbauen. Dann packe ich es wieder ein. Und rein mit dir. Mal gucken, ob hier genug Platz ist, gleich für den Rest noch. Die anderen Sachen sind nicht mehr so groß. Und zwar haben wir hier das Herzstück, der Prozessor. Das ist ein AMD Ryzen 7 5800X. Auch hier gucken wir jetzt natürlich nur, ich sag mal rein, ne? Also ich nehme den jetzt nicht in die Hand und hampel mit dem da rum. Hier an der Seite ist er. Das kleine Teilchen mit ganz viel Klimbim außenrum. Also, da ist er drin. Hier ist ein Aufkleber, den kann man sich dann wieder wahrscheinlich vorne an den PC halt dran pappen. Und da ist der Prozessor, die CPU unten mit den Pins und sowas. Hier an der Seite mit dem kleinen Einbaupfeil. Also ja, jeder von euch weiß, wie eine CPU aussieht. Ich denke, ich bin wahrscheinlich der unerfahrenste von uns allen, der sowas macht. Obwohl ich Informatik studiert habe, baue ich oder habe ich halt noch nie, ja, sowas zusammengebaut. Den lege ich auch da vorne hin. Das packe ich hier ein und mache das hier schon mal so weg. Dann gucken wir mal kurz hier hin. Important, please read. Und hier steht es dann mal mit dem BIOS, ne, dass das natürlich dementsprechend aktuell sein muss für die CPU. Das, ja, würde ich den Leuten logischerweise auch aufschreiben und da mitliefern. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass halt vielleicht jemand, der jetzt nicht so die Ahnung hat, und ich habe das auch nur gesagt bekommen, die Ahnung würde mir eigentlich auch fehlen, ja, dass man da eigentlich nochmal das BIOS halt auch drauf anpassen muss, dann ist das schon, ja, das ist schon relevant. Sonst baut man das ein und es geht nicht, dann denkt man sich, scheiße, CPU kaputt. Hier ist nochmal genau beschrieben, wie man das Ding einbaut. Wobei wir hier beim Prozessor und auch sonst, ja, kein irgendwie Kühler, Boxkühler heißt es dann, glaube ich, ne, wenn man das direkt nutzt, der halt beim Prozessor mit ist. Da ist nichts am Start, sondern wir haben einen Scythe Mugen 5 ausgesucht. Und das ist auch das letzte Teil, das wir jetzt auspacken. Alles andere, also sprich RAM und Grafikkarte, kommen aus meinem alten PC. Der RAM, den weiß ich gerade nicht auswendig. Die Grafikkarte ist eine GTX 1080 Ti. Die ist jetzt auch nicht mehr so neu, aber ja, 1080 Ti ballert schon noch gut. Da machen wir den Bock mal auf. Und ich gehe davon aus, dass hier auch dann natürlich wieder so und schwuppsdiwupps. Hier ist schon mal ein Lüfter. Ich glaube, da ist auch nur einer dabei. Man kann aber noch einen zweiten halt dazu machen auf die andere Seite. Wir gucken erstmal kurz hier rein, was da so drin ist. Ich nehme an, Verschraubungen und, oh, ein Schraubenzieher. What? Dankeschön, Scythe, für diesen wunderbaren Schraubenzieher. Okay. So. Ach, und sogar hier. Guck mal da. Sweet. Ich hatte mir eigentlich welche zurechtgelegt. Da könnt ihr mir vielleicht sogar sagen, welche besser ist. Ich habe noch die. Die ist von 2017. MX4 Thermal Compound von Arctic. Da ist noch was drin. Ist auch noch komplett schön. Also hat die richtige Viskosität und so weiter und so fort. Ich habe schon ein bisschen was rauslaufen lassen. Aber hier ist welches dabei direkt. Das hier sind die Clips für den Fan. Dann haben wir hier noch, das sind die Dinger für außen dran, glaube ich. Das muss ich mir alles noch durchlesen und anschauen, weil sowas kenne ich nicht. Das ist an meinem alten PC, an dem Intel, das hat irgendwie, das wird irgendwie anders befestigt. Ja, hier sind noch Schräubchen und diese kleinen Gummidinger hier. Sind das Gummidinger? Und hier ist das Thermal Compound. Und was ist das? Von Skütte selbst, Thermal Grease. Das Thermalfett. Gut, Karton. Jetzt ist hier nochmal ein Lüfter, der ist schön hier mit Gummi gelagert gegen die Schwingung, ne, dass es nicht rasselt, rumkackelt oder was weiß ich, macht. Direkt mit dem Fananschluss. Der ist, soweit ich weiß, auf dem Mainboard auch direkt oben. Ja, logischerweise oben beim Prozessor halten, sonst wird es ja nicht reichen. Und hier muss ich jetzt aufpassen, weil ich nicht unten an die Stelle dran kommen sollte, an der das Teil dann direkt auf dem Prozessor aufliegt. Wie nehme ich denn den da? So, wir gucken mal, ob da schon was aufgetragen ist, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, weil ich ja extra nochmal Paste dazu bekommen habe. Nö, da ist nichts aufgetragen. Okay. Das peele ich natürlich ab. Ach ja, und das Besondere hierbei ist, dass der so schief gelagert ist. Der kommt dann, würde ich sagen, später aufs Mainboard so drauf. So. Und damit, dass der RAM mehr Platz hat. Der ist dann hier drüben, der RAM. Also so, wie ich es zumindest verstanden habe. Ja, das sollte hinkommen, links und rechts. Also ne, ich habe das Mainboard jetzt so, naja. So, den packe ich da erstmal noch ein. So, dann ist hier noch einmal weitere Dokumentation dabei. Sehr schön. Ja, und dann war's das. Der Zusammenbau erfolgt dann, wie gesagt, in einem separaten Video, weil das ja wahrscheinlich schon ewig lang gegangen ist, weil ich mir halt extra Zeit genommen habe. Ist, wie nochmal jetzt zum 80.000. Mal gesagt, das erste Mal, dass ich was wirklich in Einzelteilen kaufe und es nicht zusammenbauen lasse, sondern selbst zusammenbaue. Meine letzten beiden Computer waren beide auch in Einzelteilen gekauft, aber eben online zusammengebaut worden von einmal von Alternate, der letzte, und der davor, vielleicht, wahrscheinlich sogar auch Alternate. Ja, das ist jetzt hier extra für euch, das Fanprojekt. Mach hier nochmal zu, dass da kein Staub reinkommt. Gut,
Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Wenn euch irgendwas auffällt, dann schreibt natürlich direkt, oh, pass auf, da mir ist dies und jenes aufgefallen, irgendwas ist ab, kaputt, irgendwas fehlt, Lirum Larum, irgendwas ist nicht ganz durchdacht. Und vielleicht könnt ihr mir nochmal sagen, ob ich mich da getäuscht habe mit der Abdeckung. Ich bin mir sicher, dass da eine Abdeckung drauf ist auf dem Teil, wo eben die CPU drauf kommt. Da ist eigentlich so ein Plastikding eingeklemmt. Dann macht man diesen kleinen Penüpel hoch an der Seite, den Haken oder was es ist. Und dann fliegt das Ding raus oder dann kann man es eben rausholen. Ja, danke für alles. Natürlich ein riesen Dankeschön nochmal für die Spenden. Und wir sehen uns dann im nächsten Livestream. Dieses Setup ist ja speziell für den Livestream. Ich werde dann übrigens auch, sobald ich irgendwann in der Zukunft nochmal eine weitere Grafikkarte und ein bisschen RAM habe, habe ich mein Streaming-Setup auch fertig. Also, dass ich mit zwei Systemen streamen kann. Und spätestens dann wird es richtig heftig, aber ich denke, alleine schon dieses System mit der GTX 1080 Ti wird vor allem unsere Spiele, die wir aktuell machen, problemlos runterrattern können. Ja. Also könnt ihr gerne reingucken, gehen Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und die Videos hier kommen eher nicht wirklich nach Plan. Also hier kann ich euch aktuell gerade keinen Upload-Plan zumindest vorlegen, aber ich gucke, dass es so 2-3 Videos die Woche sind. Achso, falls ihr gerade bei Jan Hofstedt reinguckt, ich werde dieses Video nämlich, wie auch den Zusammenbau, auf meinem Main-Kanal, der Dummbabbler, und auf Jan Hofstedt hochladen. Also falls ihr gerade bei Jan Hofstedt zuguckt, bei euch, ich habe leider überhaupt keinen Plan, wie das mit meinem Upload-Plan gerade werden soll, weil wir im Moment nach wie vor umziehen, beziehungsweise unser Haus renovieren, das neue, auch die Garage, und ich hänge halt gerade zwischendrin. Also ich kann nicht so richtig, ich habe einen Teil meiner Ausrüstung ist schon im neuen Haus, der andere Teil ist hier, die Mofas werden Stück für Stück halt rübergebracht, das ist ein recht weiter Weg und ich muss halt dann immer, wenn wir ein langes Wochenende haben oder uns ein Wochenende Zeit nehmen können, dann direkt so viel mitnehmen wie möglich, damit es sich halt auch lohnt für die Fahrt. Und ja, das ist, ich hänge jetzt halt gerade so mit zwischen den Welten. Deswegen ist es ein bisschen blöd, ja, sorry. Aber keine Sorge, es kommen natürlich weitere Videos, vor allem halt der Zusammenbau, hey. Aber auch andere. Ich habe mir auch gerade letztens dieses Humble Bundle für die Ukraine geholt und da waren Sachen für den 3D-Drucker dabei. Vielleicht drucke ich euch da einfach was Schönes aus. Mit so einer kleinen Timelapse und dann aber Content, ne? Ja klar. Gut, dann haut rein, ne? Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die